Herr Wolf, ist die Pressefreiheit in Österreich nun für die nächsten Jahre gesichert? Das ist schwer zu sagen. Also man muss mal vorab sagen, glaube ich, in Österreich werden keine Journalisten verfolgt, es werden keine Journalisten körperlich bedroht, es werden keine Journalistinnen ermordet. Wir sind nicht die Türkei, nicht Malta, nicht die Slowakei, auch nicht Ungarn. Aber es gibt Entwicklungen, die hätte ich tatsächlich vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten. Also dass ein Politiker, ein führender Politiker einer Regierungspartei sagt, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neutralisieren und wenn man uns da Urbanisierung vorwirft, müssen wir das trotzdem durchziehen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass Politiker von Regierungsparteien sagen, die Journalisten werden weinen, weil wir werden sie persönlich klagen und nicht mehr in Medien, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass reihenweise Politiker von Regierungsparteien die Entlassung von Journalistinnen und Journalisten fordern, weil sie unangenehme Fragen stellen, finde ich sehr bedenklich. Dass kritischen Zeitungen öffentliche Inserate gestrichen werden, weil sie zu kritisch berichten, finde ich besorgniserregend. Die derzeitige österreichische Bundesregierung will ein neues ORF-Gesetz vorlegen, schon in den nächsten Monaten. Niemand weiß momentan, was da drinstehen wird. Das könnte die Unabhängigkeit des ORF stärken. Eine Regierungspartei, die FPÖ, sagt aber ganz klar, nicht nur, dass sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neutralisieren will, sondern auch, dass sie die Rundfunkgebühren abschaffen will und durch eine staatliche Finanzierung ersetzen will. Das wäre de facto eine Verstaatlichung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. All das hätte ich vor ein paar Jahren tatsächlich nicht für möglich gehalten. Steckt dahinter ein System? Dahinter steckt ein Grundkonflikt einer großen populistischen Partei mit seriösem Journalismus. Diesen Konflikt haben populistische Parteien auf der ganzen Welt. Der ist auch sehr einfach erklärbar. Seriöser Journalismus setzt per se auf Differenzierung, auf einen Appell an die Diskursfähigkeit seiner Leser mit Argumenten. Populistische Politik setzt per Definition auf Vereinfachung, auf den Appell an die Emotion, vielleicht auch ans Ressentiment ihrer Wähler. Da gibt es einen Grundwiderspruch, deswegen berichten auf der ganzen Welt seriöse Medien sehr kritisch über populistische Politik. Dazu kommt, dass populistische Bewegungen traditionelle Medien als Teil des Systems und der Elite definieren, genau jenes System, das sie ja bekämpfen wollen. Das heißt, da gibt es immer grundsätzlich einen Konflikt. Sie sagen, der ORF sei der wichtigste Gegner der FPÖ geworden. Oder einer der wichtigsten, der Hauptfeind. Dass wir das korrekt formulieren, die FPÖ hat sich den ORF zum Gegner ausgesucht. Nicht der ORF hat diese Konfrontation, diesen Konflikt überhaupt nicht gesucht. Wir tun unsere Arbeit. Ich finde, es gibt einen wirklich tollen Satz des Chefredakteurs der Washington Post, der in einer bisschen ähnlichen Situation in den USA, nämlich der Konfrontation zwischen Donald Trump und den Qualitätsmedien dort, gesagt hat, wir Journalisten, we are not at war, we are at work. Ja? Wir sind nicht im Krieg mit der FPÖ, wir tun unsere Arbeit. Aber die FPÖ ist offenbar draufgekommen, dass Angriffe auf den ORF ihr helfen. Ähnlich offenbar wie Donald Trump Qualitätsmedien in den USA als Feinde des Volkes diffamiert und als die wahre Opposition, so versucht jetzt die FPÖ eine gewisse Frontstellung herzustellen. Was auch damit zu tun hat, dass populistische Parteien permanente Kontroverse und Auseinandersetzung brauchen. Das ist ein Grundelement ihrer Kommunikation. Warum haben Sie das Flugblatt des FPÖ-Jugendverbandes aus der Steiermark zum Thema gemacht? Diese Koalition ist sehr erfolgreich in Österreich. Sie hat eine Zustimmung von fast 60% der Wählerinnen und Wähler und das beruht auf drei wesentlichen Faktoren. Der wesentlichste Faktor ist, dass die Wirtschaft in Österreich wahnsinnig gut funktioniert und eine große Hochkonjunktur gibt. Der zweite Punkt ist eine sehr strenge Migrationspolitik, die bei den Wählern sehr, sehr populär ist. Und der dritte und vielleicht sogar wesentlichste Punkt ist, diese Koalition streitet nicht öffentlich. Das unterscheidet sich sehr wesentlich von den Regierungen, die es vorher gegeben hat, die permanent öffentlich gestritten haben, was wahnsinnig vielen Leuten in Österreich wahnsinnig auf die Nerven ging. Diese Koalition streitet nicht. Nun ist in den letzten Wochen was sehr Interessantes passiert. Es gab mehrere Anlässe, bei denen der Bundeskanzler und der ÖVP-Chef von der FPÖ eine klare Abgrenzung zum rechtsextremen Rand verlangt hat. Erst eine Debatte über die identitäre Bewegung vor 3 Wochen. Dann ist plötzlich aufgetaucht, nachdem sich das gerade beruhigt hatte, ein extrem rassistisches, wirklich ekelhaftes Pamphlet in einer Parteizeitung in Oberösterreich, in einer FPÖ-Parteizeitung. Das hat der Bundeskanzler zum Thema gemacht, hat es abscheulich, widerlich genannt und eine klare Abgrenzung und Folgen für diesen Funktionär verlangt. Der wurde aus der FPÖ ausgeschlossen oder er ist zurückgetreten, glaube ich, Anfang letzter Woche. Genau an diesem Tag, an dem der zurückgetreten ist,
war der Generalsekretär der FPÖ gleichzeitig Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, zu Gast bei mir im Studio. Mittags gab es noch eine Pressekonferenz von ihm gemeinsam mit Herrn Strache, wo das Hauptthema der Rücktritt dieses Funktionärs war wegen dieses rassistischen Pamphlets. An diesem Tag kursierte gleichzeitig in sozialen Medien dieses Plakat der Freiheitlichen Jugendorganisation, das mindestens so rassistisch ist wie das Gedicht. Deswegen war für mich ganz klar, es gibt ein zentrales Thema in dieser Koalition in den letzten Wochen, nämlich den ersten Konflikt, den es da tatsächlich gibt, nämlich die Abgrenzung der FPÖ nach rechts. Dass das ein Thema ist in diesem Interview, das war völlig klar und ist auch, glaube ich, völlig unbestritten. Deswegen habe ich Herrn Wilimski dieses Plakat vorgelegt. Er hat auch damit gerechnet, weil er wusste, wo das Plakat herkam. Er hat das selber angesprochen im Interview, dass das tagsüber auf Twitter kursiert ist. Er wusste sogar, wer es verschickt hat. Also das Plakat hat ihn in keiner Weise überrascht. In der Vorbereitung des Interviews hatte ich mir überlegt, wie ich das mache. Und ich bin eigentlich nach der Vorgeschichte davon ausgegangen, dass Herr Wilimski sich von diesem wirklich ziemlich ekelhaften Plakat oder sehr ekelhaften Plakat distanzieren wird. Und damit wäre das Thema auch erledigt gewesen. Ich habe mir aber auch gedacht, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass er sich nicht davon distanziert, sondern es verteidigt. Und dann möchte ich ihn damit konfrontieren, warum eine Regierungspartei oder überhaupt irgendeine Partei so etwas macht. Weil es jeden historisch sensiblen Beobachter an die Bildsprache von NS-Propaganda erinnern muss. Ich glaube, man kann das gar nicht anschauen, wenn man ein bisschen Geschichte gelernt hat, ohne an das erinnert zu werden. Ich habe nicht die FPÖ mit der NSDAP verglichen. Ich habe nicht dieses Plakat mit Auschwitz verglichen. Ich habe die Bildsprache eines Plakats, in dem offenbar ausländisch gedachte Menschen extrem diffamierend und stereotyp dargestellt werden, mit der Bildsprache des Stürmer verglichen und habe Herrn Wilimski gefragt, wodurch sie sich unterscheiden. Das war alles. Das heißt, Ihnen ging es darum, die Glaubwürdigkeit der Distanzierung vom Rechtsextremismus zu überprüfen? Mir ging es darum zu fragen, wie glaubwürdig sind diese Distanzierungen der letzten Wochen, wenn gleichzeitig nach wie vor auf der Website der Freiheitlichen Jugendorganisation dieses Plakat online steht. In der Früh wurde ein Funktionär ausgeschlossen oder musste zurücktreten wegen eines Pamphlets, weil der Bundeskanzler es gefordert hat. Gleichzeitig steht dieses Plakat online. Und es gibt mehrere andere solche Beispiele, wo man tatsächlich die Frage stellen kann, wie nachhaltig und wie glaubwürdig sind diese öffentlichen Distanzierungen? Das halte ich für eine wesentliche politische Frage. Sie haben ja das dann genau diese Zeichnungen verglichen, also die Zeichnung des Plakates und des Stürmers. War das Nebeneinanderstellen der beiden Zeichnungen geschickt? Ich weiß nicht, ob es geschickt war. Ich glaube, es war notwendig, damit man die Ähnlichkeit sieht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich Herrn Wilimski fragen soll, inwieweit sich diese Zeichnungen unterscheiden, wenn man sie nicht beide herzeigt. Was haben Sie gedacht, als dann, nachdem Sie diese Zeichnungen verglichen haben, als dann Herr Wilimski sagte, das müsse jetzt Konsequenzen haben. Also als dann dieses Interview eine völlig andere Richtung nahm. Was haben Sie gedacht? In dem Moment, als Herr Wilimski gesagt hat, das muss Folgen haben, habe ich nachgefragt, ich nehme an, für die Steirische Jugendorganisation. Weil ich doch dachte, irgendwie das muss für die Leute Folgen haben, die solche Plakate produzieren. Darauf ist er nicht eingegangen, er hat es offenbar anders gemeint. Ich meine, Sie sind Angriffe gewöhnt, aber das hatte doch eine ganz andere Qualität, auch mitten in der Sendung. Das haben Sie doch selbst noch nicht erlebt. Ach, ich habe mal ein Interview gemacht mit dem ehemaligen Landeshauptmann, also Ministerpräsidenten von Niederösterreich, ein sehr, sehr, sehr mächtiger ÖVP-Politiker. Boah, der ist noch viel wütender geworden im Interview. Also, ich kenne Herrn Wilimski schon recht lange. Ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr überrascht. Sie wussten, das ist jetzt der Anfang des Europawahlkampfes. Haben Sie ihm nicht damit auch die Gelegenheit gegeben, sich als Opfer einer feindlichen journalistischen Gesinnung in Szene zu setzen? Wenn ich diesen Gedanken ernst nehme, dann dürfte ich keinem FPÖ-Politiker mehr eine kritische Frage stellen, weil damit kann er sich immer als Opfer einer feindlichen journalistischen Gesinnung inszenieren. Das ist tatsächlich auch die Absicht und eine kommunikative Strategie der FPÖ, aber das kann doch nicht zur Konsequenz haben, dass man keine kritischen Fragen mehr stellt. Sie sagen, für Sie war das jetzt eigentlich alles gar nicht so überraschend, für alle anderen offenbar schon, weil es haben sich jetzt bis nach Deutschland hin, haben alle sich dazu geäußert. Wieso nehmen das alle anderen dann jetzt gerade so anders wahr? Ist das Zufall, viel Lärm um nichts? Ich nehme es vielleicht deswegen nicht so dramatisch wahr oder es nicht so besonders wahr, weil ich es tatsächlich schon relativ lang gewöhnt bin. Also ich hatte schon mehrere solche Auseinandersetzungen. Ich glaube tatsächlich, wenn man aus Deutschland oder aus der Schweiz oder aus anderen Ländern auf das schaut, dann sieht man es tatsächlich in dem, was es ist. Es ist für eine westliche Demokratie
sehr, sehr eigenartig, was hier passiert. Und ich glaube, es sollte in westlichen Demokratien nicht passieren. Was Sie aber nicht vergessen dürfen, ist, in Österreich ist die FPÖ seit über 20 Jahren eine sehr große und wichtige Partei und saß auch schon vor knapp 20 Jahren mal in der Regierung. Und Jörg Haider hatte schon in den 90er Jahren auf Wahlveranstaltungen unter großem Gejohle seines Publikums gesagt, wenn wir mal was zu sagen haben, werden wir dafür sorgen, dass in den Redaktionsstuben nicht mehr so viel gelogen wird. Das heißt, wir sind in Österreich tatsächlich diese Tonalität der FPÖ schon gewöhnt und möglicherweise auf eine gewisse Weise auch schon abgebrüht, ja, was nicht heißt, dass das in Ordnung ist, was da passiert. Ja. Aber ich war tatsächlich nicht überrascht, weil es mir nicht zum ersten Mal passiert ist. Man hat das Gefühl, so von außen betrachtet, dass hier Fallen gestellt worden sind. Ich habe mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Beobachtern gesprochen in der letzten Woche und alle sagten, Herr Wieniemski ist mit einer Agenda in dieses Gespräch reingegangen und das hat auch sehr gut gepasst, dann aus dieser Rassismusdebatte rauszukommen in eine ORF-Debatte. Wie sehen Sie das? Sind Sie in eine Falle getappt? Ich würde nicht das Wort Falle verwenden oder Fallen, sondern ich glaube, dass es Strategien gibt. Also ich glaube, dass es ganz klare kommunikative Strategien gibt und ich kann es nicht beweisen, aber ich habe, glaube ich, ganz stark, ganz gute Belege dafür oder ganz gute Hinweise dafür, dass Herr Wilimski tatsächlich mit der Absicht ins Studio kam, dort einen Konflikt zu produzieren, völlig unabhängig von meinen Fragen. Also er konnte erwarten, dass ich ihn kritisch befragen werde. Ich befrage alle meine Studiogäste kritisch. Und ich glaube, er hätte völlig egal, was ich ihn gefragt hätte, an irgendeiner Stelle des Interviews einen Eklat produziert und sich wahnsinnig empört darüber, was ich gefragt hätte. Warum glaube ich das? Weil wenige Stunden nach dem Interview die FPÖ einen Wahlwerbespot für die EU-Wahl veröffentlicht hat in sozialen Medien, den sie jetzt mit sehr, sehr viel Geld sehr, sehr, sehr stark bewirbt und verbreitet, in dem eine nervige Reporterin namens Armina Wolf vorkommt. Ich glaube, die heißt nicht ganz zufällig so. Und dieser Spot wurde nicht produziert nach unserem Interview. So schnell geht das nicht. Das ist ein sehr professionell gedrehter Spot mit Schauspielern. Das heißt, den gab es schon. Das heißt, es liegt der Gedanke sehr nahe, dass die FPÖ sich eine Kommunikationsstrategie für diesen für sie sehr schwierigen EU-Wahlkampf überlegt hat, indem sie den ORF als Hauptgegner definiert hat. Tatsächlich macht die FPÖ gerade EU-Wahlkampf nicht gegen andere politische Parteien, sondern gegen den ORF und hat sich offenbar halt mein Gesicht und meinen Namen ausgesucht als Symbol für den ORF. Insofern hat es eine große Logik anzunehmen, dass Herr Wilimski auf keinen Fall im Studio, sagen wir mal, wahnsinnig pflegeleicht gewesen wäre.